Hallo, herzlich willkommen zum Patch von Black Desert Mobile. Da ihr eigentlich schon gestern war, den ich jetzt nachholen möchte, noch schnell. Ich weiß, auf den haben tausende von euch gewartet. Aber hier ist er. Ach, und was für eine Überraschung, eine neue Klasse. So, werte Abenteurer, hier sind die Änderungen, die mit dem Update am 30.08. angewendet werden. Das Update bringt neue Inhalte, Events und allgemeine Verbesserungen für Black Desert Mobile mit sich. Wir hoffen, dass ihr spannendes Abenteuer bei Black Desert Mobile erlebt. Lest weiter, um mehr zu erfahren. Screenshots können abweichen und so weiter und so weiter. Neue Klasse. Ist das die nicht irgendwie von der, wie heißen die nochmal? Bukanierin? Wie hieß denn die Klasse da mit dem... Glaubst du, ich komme da jetzt nicht drauf? Wer weiß es? Corsa. Okay. Ist das irgendwie eine eher effekte Form? Also wenn man auch so die Rüstung anzieht, oben ist alles gleich. Oben. Keine Ahnung. Jedenfalls, ich kann sie nicht erstellen. Ich bekomme keinen Charakterslot mehr. Anmerkung der Entwickler, die Bukanierin, die Kapitänin der Muschelknackpiraten, ist erschienen. Muschelknackpiraten. Das sind ja harmlose Piraten. Das sind ja eigentlich so Muschelsammler, dann eher Muschelknackpiraten. Die Bukanierin nutzt all ihre als ihre einmalige Waffe Patracha, mit dem sie sich von einem dichten Nebel umhüllt, den Feinden nähern und sie aufschlitzen kann. Oh mein Gott. Außerdem kann sie auf die Feinde in der Ferne eine Harpune abfeuern. Okay, das Harpune. Also es gibt ja eine, die man wirft und eine Harpune, die man wie so ein Bitterl benutzt. Wie heißt denn das? Ja gut, Harpune kann man auch abfeuern. Hat sie jetzt auf dem Bild? Also das ist dann sekundäre Waffe, nehme ich mal an. Eine Harpune. Vom Schiff der Muschelknackpiraten kann sie einen riesigen Anker fallen lassen, um die Feinde außer Gefecht zu setzen. Und ihre treue Mannschaft ist mit Kanonen ausgerüstet und bereit, das Feuer zu eröffnen. Wenn die Feinde die Bukanierin herausfordern wollen, müssen sie nicht nur mit dem Nebel rechnen, dem sie nicht so leicht entkommen können, sondern auch gegen die treuen Muschelknackpiraten antreten. Das ist wieder so ein Name, Muschelknackpiraten. Die neue Klasse, die Bukanierin, wird als Erweckungsform erstellt. Also das ist eine Erweckungsform.
Ist das dann nicht vom Corsa? Die Bukanierin verfügt bereits über 4 Angriffstalente, wenn sie erstellt wird. Durch die Aufstufung der Klasse könnt ihr neue Talente erlernen. Nach dem Abschluss der Berlinos Hauptquest Boss Rotnase und ab Stufe 60 kann die Klassengeschichte Kraft in der Erinnerung ehrwürdige Kapitänin durchgeführt werden. Beim Abschluss der Geschichte kann der Titel Herrscher der See erhalten werden. Also das ist ja wieder, es gibt ja Leute, die Titel sammeln. Naja, theoretisch müsste ich ja dann Charakter löschen, wenn ich jetzt Titel sammeln würde. Aber es gibt Leute, die das machen. Talente der Bukanierin. Patratscha Training. Grundtalent. Ein Grundtalent, mit dem man das Patratscha beherrschen kann. Ob man es jetzt Patraka, Patratza oder sonst wie nennt. Ich nenne es mal Patratscha. Oder Patraka? Egal. Muschelknack-Piraten versammelt euch. Dauertalent. Ach, das sind die im Screen in dem neuen. Das sind also die Orte, sind ihre Piraten. Achso, deswegen Muschelknack. Also ihre Leute, ihre Gefolgsleute sind die Otter. Dauertalent. Versammelt die Muschelknack-Piraten, um mit ihnen zu kämpfen. Wellenhieb. Bedingung für Halt Stufe 1. Schwingt das Patratscha, um die Feinde aufzuschlitzen. Verstärkung und Zweiginfo. Erhöht Angriffskraft, erhöht kritische Trefferquote. Wandel Aal, Wandel Seret. Verlockung des Meerwassers. Bedingung für Erhalt Stufe 1. Holt die abgefeuerte Harpune zurück, um damit einen Angriff auszuführen. Verstärkung und Zweiginfo. Reduziert Verteidigung, Blutung, Superrüstung, Aal und Labreve. Jagd auf Meerwasser. Bedingung für Erhalt Stufe 1. Sticht den Feind mit dem Patratscha. Das ist doch, ist das ein Schwert? Das Patratscha? Achso, und zieht es wieder raus, um eine Harpune abzufeuern. Ich meine jetzt so auf dem Bild, das sieht ja gar nicht aus wie ein Schwert. Aber sie trägt doch ein Schwert hier. Ist jetzt die Harpune die Hauptwaffe? Nein. Stand doch da oben. Einmalige Waffe, Patratscha. Wie heißt die Harpune? Einfach Harpune? Sorry, ich kann es halt nicht schauen. Ich kann keinen Charakter erstellen. Ah, okay, stech den Feind mit dem Patratscha. Ich nehme an, das ist das Schwert. Und zieht es wieder raus, um eine Harpune abzufeuern. Verstärkung und Zweiginfo. Reduziert Angriffskraft, reduziert Abklingzeit, Seret und Ahib. Captains Befehl, Attacke. Bedingung für Erhalt Stufe 1. Schießt die Harpune in die Luft und erteilt Captains Befehl, um einen riesigen Anker vom Schiff der Muschelknackbraten fallen zu lassen. Verstärkung und Zweiginfo. Erhöht Angriff, reduziert Bewegungstempo. Captains Befehl Schluss. Nicht Schuss, sondern Schluss. Schluss? Schluss steht da. Sollte es nicht Schuss heißen? Also abfeuern?
Ahib und La Breve. Captains Auftritt. Bedingung für Erlernen Stufe 1. Rutscht nach vorne und feuert eine Harpune auf die Feinde ab. Verstärkung und Zweiginfo. Blutung reduziert Bewegungstempo, erhöht maximale Nutzungszahl, erhöht Verteidigung. Wogensprung. Bedingung für Erlernen Stufe 21. Springt nach hinten und schießt dabei eine Harpune ab, um sich durch den Gegenstoß nach hinten zu katapultieren. Verstärkung und Zweiginfo. Reduziert Angriffstempo und Abklingzeit. Kette Unterstützungsfeuer. Wellenbrechendes Patracha. Bedingung für Erlernen Stufe 30. Ladet die Harpune des Patracha und feuert sie ab, um sie nachzuladen und erneut zu schießen. Verstärkung und Zweiginfo, Kette, Dämmerzone, Lebenspunkte, Regeneration, Blutung, Seret und La Breve. Mehr spaltendes Patracha. Bedingung für Erlernen Stufe 40. Konzentriert euch, um den Ort des Feindes ausfindig zu machen und eine Harpune abzufeuern. Verstärkung und Zweiginfo. Reduziert Angriffskraft. Reduziert Bewegungstempo. Kette. Zielfokus. Ahib und Aal. Nachladen. Bedingung für Erlernen Stufe 50. Holt die Harpune ein, um euch auf den nächsten Angriff vorzubereiten. Verstärkung und Zweiginfo erhöht Verteidigung, reduziert Abklingzeit, Kette, flinke Finger. Wogenperle. Bedingung für Erlernen Stufe 60. Werft eine explodierende Wogenperle auf die Feinde. Verstärkung und Zweiginfo reduziert Angriffstempo. Erhöht Reichweite, Verbrennung. Bon Voyage. Bedingung für Erlernen Stufe 70. Das ist ja meistens so ein Verstärkungsbuff, gell? Zieht die Kraft des Nebels hervor, um euch zu stärken. Verstärkung und Zweiginfo. Erhöht kritischer Schaden, erhöht Schaden vom Schwarzgeist-Talent. Mit dem Erscheinen der Muschelknackpiraten und ihrer Kapitänin eskaliert der Konflikt zwischen den Papu und den Ottern um die Vorherrschaft auf dem großen Ozean. Dieser Streit zwischen den beiden Stämmen soll sich sogar auf das Schlachtfeld der Sonne ausgeweitet haben. Aus diesem Grund bitten die Papu und die Otter um eure Hilfe. Demnächst wird ein Inhalt hinzugefügt, bei dem ihr euch den Papu oder den Ottern anschließen könnt. Das gibt's ja auch schon bei BDO, das ist hinten Kamalsilf, die Insel, ne? Die komische Insel da. Ich sag jetzt komisch und ich sag jetzt auch weiter nichts dazu. Also auf der Insel ist man einmal und dann nie wieder. Vielleicht zum Questen oder sowas, aber da ist mir nichts entgangen bei BDO. So, Klasse Rabenfeder. Anmerkung der Entwickler. Die Rabenfeder ist eine Klasse, die ursprünglich so entworfen wurde, dass sie sich für den Angriff mit ihren raschen Bewegungen frei den Feinden annähern und sich dann wieder von ihnen entfernen kann. Aber aufgrund der hohen Leistungseffizienz der Fernkampftalente greift sie ihre Gegner jetzt hauptsächlich von der Ferne aus an und hält dabei Abstand, wodurch sie leicht ausweichen kann. Aus diesem Grund haben wir den ursprünglichen Konzept entsprechend die Leistung der Talente erhöht, die sie beim Nah- und Mittelstreckenkampf verwenden kann. Beim Talent Nachtkrähe wurde Kette Krähensturm hinzugefügt, um die Schadensmenge und Beweglichkeit zu verstärken. Zusätzlich wurde beim Talent Finstere Flamme Kette Irrsinnshieb addiert, damit die Talente leichter kombiniert werden können. Nachtkrähe. Die Schadensmenge des Talents wurde erhöht. PvE und PvP. K-
Kette, Krähensturm, außerdem Talent Nachtkrähe, zusätzlicher Rabe bei einmal Talentnutzung. Pro Rabe Talentschaden plus 12,5%. Wenn alle Raben gesammelt werden, Teleportation während des Drückens auf Talentbutton. Rabenjagdzone. An der Schlagstelle Rabenjagdzone erstellt. 25 mal 5 Talentschaden von Nachtkrähe. 5% mal 5 PvP Talentschaden von Nachtkrähe. Finstere Flamme. Das Talent Kette Irrsinnshieb wurde hinzugefügt. Kette Irrsinnshieb. Gleicher Schlagschaden wie Finstere Flamme angewandt. Maximal 6 mal Schlag. Bei Talentnutzung Superrüstung in der Arena Effekt nicht angewandt. Beim ersten erfolgreichen Treffer Rückstoß. Beim letzten erfolgreichen Treffer Niederschlag. Beim letzten erfolgreichen Treffer erstellt zusätzlich einmal Splitter der Finsternis. Untergangstraum. Die Beschreibung für Schadensmenge von Untergangszone wurde geändert. 25% mal 5 des Talentschadens, 5% mal 5 des PvP-Talentschadens. Gladiator. Anmerkung der Entwickler. Der Gladiator zeichnet sich durch die Abwehr und Gegenangriffe mit seinem Schild aus. In kleinen Kämpfen kann der Schild effizient genutzt werden, aber bei großen PvPs ist es schwer, den entgegenströmenden Angriffen der Feinde Paroli zu bieten. Das ist der Grund, warum er nur begrenzt den Angriffen der Feinde standhalten kann, weshalb er in das Innere des feindlichen Lagers vordringen muss, um so aggressiv wie möglich anzugreifen. Aus diesem Grund haben wir bei diesem Update Verbesserungen vorgenommen, mit denen die Talentkombination überarbeitet und die Zeitdauer des Talents Überkopfwurf erhöht wurde, damit die Angriffsfähigkeit in Nahkämpfen verstärkt werden kann. Sturmangriff. Es wurde eine Verbesserung vorgenommen, mit der die Talente Schildansturm und Zirkelklinge während des Sprints verwendet werden können. Zirkelklinge. Es wurde eine Verbesserung vorgenommen, mit der die Angriffsreichweite und der visuelle Effekt übereinstimmen. Es wurde eine Verbesserung vorgenommen, mit der nach der Nutzung des Talents Schildansturm ein natürlicher Übergang zum Talent Zirkelklinge erfolgt. Schmetterschlag. Die Regenerationsmenge des Talents Verstärkung Lebenspunkte Regeneration wurde erhöht von 350 auf 400. Narben der Dämmerung. Das Kombinationstempo des Talents wurde erhöht. Der Effekt mit 80 Magiepunkte Verbrauch Schaden, also plus 35% Schaden, wurde hinzugefügt. Es wurde eine Verbesserung vorgenommen, mit der die Angriffsreichweite und der visuelle Effekt übereinstimmen. Der Effekt bei Talentnutzung Greifen nicht verfügbar wurde hinzugefügt. Überkopfwurf. Die Zeit für Synchronisierung wurde verbessert, wenn das Talent das Ziel trifft, während der Feind gegriffen wird. Es wurde eine Verbesserung vorgenommen, mit der die Talentkombination von Zirkelklinge, Schmetterschlag und Narben der Dämmerung zu jeder Zeit während des Ausweichens nach vorne genutzt werden kann. Das war's mit den Klassen. Ankündigungen. System. Bei der Interaktion mit dem Altar der Erinnerungen wird der Effekt unverwundbar nicht mehr angewandt. Vorankündigung, Ausrüstung herstellen. Anmerkung der Entwickler. Für die neuen und zurückkehrenden Abenteurer stellt es eine neue Bürde dar, wenn sie sich Materialien für Chaosausrüstung besorgen müssen, während sie mit ihrem Abenteuer beginnen und sich dann verstärken wollen. Aus diesem Grund wird eine Verbesserung vorgenommen, mit der die Schwierigkeit bei der Herstellung beseitigt wird und die Vorteile sowie Effizienz der Ausrüstungsherstellung in den Vordergrund gestellt werden.
Also mal ganz grob gesagt, wenn ich ein neues Spiel anfange, habe ich in 2 Tagen komplette Chaos-Ausrüstung. Naja, was soll ich sagen? Nach den Wartungsarbeiten am 13.09. wird die benötigte Anzahl an Fragmenten der Dimension, die bei der Herstellung von Chaos-Ausrüstung mit ursprünglicher Ausrüstung verbraucht werden, von 600 auf 200 reduziert. Außerdem wird eine Änderung vorgenommen, mit der zusätzlich Schwarzsteine und Schwarzkristalle erhalten werden können, wenn die ursprüngliche Ausrüstung als Schwarzenergie absorbiert wird. Das war doch früher so. Oder nicht? Das ist doch ganz am Anfang so gewesen. Täusche ich mich da jetzt? Ganz am Anfang, als ich das spielte und man hat Rüstungen, da hat man dafür Schwarzsteine und Schwarzkristalle bekommen. Ich meine, ich könnte es jetzt sicher und fest behaupten, das sei so gewesen. Als neue Spieler wird das jetzt erleichtert. Aber das kennen wir ja schon. Verbesserungen. Objekt. Der Button Alles nutzen wurde im Fenster für Objektinfo hinzugefügt, mit dem einfache hohe Kampfbuffs sowie Glücksschriftrollen auf einmal genutzt werden können. Also, dass man alle benutzen kann. Aber man muss überlegen, das stackt, gell? Also von 3 Stunden wird es dann 6 Stunden, 9 Stunden. Es wurde eine Verbesserung vorgenommen, mit der die erhältliche Anzahl an Erinnerungen nicht mehr als Fragezeichen, sondern als richtige Zahl angezeigt wird, wenn die Erinnerungen als Schwarzenergie absorbiert werden. Yui, es wurde eine Erinnerung vorgenommen, mit der das tauschbare Objekt bei der Austauschliste im Eventfenster oben angezeigt wird. Fehlerbehebungen. Objekt. Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Objekt Signalhorn Stumpfbaumgeist durch Spur des Kampfes in einigen Regionen von Ostvalencia erhalten werden konnte. Es wurde ein Problem behoben, bei dem gelegentlich der Link-Button des Objekts nicht funktionierte. Ja, wo war denn das? Also mir ist das passiert, aber ich weiß jetzt nicht mehr bei was. Kann ich jetzt nicht mehr sagen. Jui, es wurde ein Problem behoben, bei dem eine Benachrichtigung für verfügbare Lieferungen der Händlergilde angezeigt wurde, wenn die Nutzungsbedingungen für Lieferungen noch nicht erfüllt wurden. Ich bekomme das die ganze Zeit angezeigt, obwohl ich eigentlich gar nichts habe. Also jedenfalls nicht im Inventar, im Lager schon, aber im Inventar ist nichts, aber ich bekomme das ständig angezeigt. Also wie man hier links oben auch sieht, kommt immer Nachricht, dass ich was abliefern könnte für die Händlergilde.
Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Objektauswahlliste unter Alchemiestein verstärken Vorschau für Alchemiestein nicht gescrollt werden konnte. Events. Neue Events, alte Events enden, es wurden welche beendet, bla bla bla. Spezialpakete gibt's, vor allem für die Klasse, neue Klasse. Also immer wieder schauen, Gewand. Das ist doch das gleiche wie vom Cursor. Aber warte mal, die hat doch da oben. Die hat doch ein Bustier an. Oben. Hä? Hä? Also das oben ist doch bauchfrei. Ich gehe jetzt nochmal hoch. Da. Das ist das gleiche wie vom Cursor, wie ich anfangs gezeigt habe, ja. Das gleiche wie vom Cursor. Tupfer gleich. Was ist da jetzt der Unterschied? Okay, da hat sie eine Tasche und hier ist irgendwie... Nee, aber hier sitzt es weiter oben, meine ich. Oder täuscht das? Das täuscht. Okay, die Waffe ist auch anders. Wo ist die Harpune? Die hat sie im Schritt versteckt. Passt auf. Nö, gefällt mir nicht. Und das ist mal irgendwie ein bisschen zu bunt. Zu bombastisch. Ein Haufen Tüll. Hier auch. Ein bisschen zu viel Tüll. Und das ist ja dasselbe, was die anderen auch haben. Und so weiter. Ja, wer es mag. Kann man ja auch färben. Dann geht's. Oder wie bei BDO, da kann man Umhang weg. Also wenn das hier irgendwie am Arm weg wäre und dieser Rock. Und bauchfrei. Dann wäre schön. Okay, das war's. Viel Spaß mit der neuen Klasse. Das ist jetzt dann die wievielte? 25, 26, 27. Weiß ich nicht. Ich habe für das Event habe ich geangelt. Ich kann ja noch was umtauschen, aber nee, die kann ich ja nicht mehr. Aber das da. Was ist das überhaupt, ein Buff, gell? Ach, die Arbeiter. Okay. Ja, hör mal auf hier. Stopp. Ich wollte noch hier wissen, wollte ich noch was machen. Was war akademisch nochmal? Die, ja, der Händlerring. Wer hat den Ring schon? Ökologie, das war in der Steppe noch. Mir und das wollte ich gucken.
nach dem hier. Grabposten in der Nähe von Atanis und Grabposten. Hey, ich sehe den nicht. Ach, da oben. Der wird ja gar nicht als Lager angezeigt. Pferd. Also bei BDO ist es als Lager angezeigt, also als Safe Zone, aber hier wohl nicht. Also in der Nähe vom Pont, gehen wir runter hier vom Gaul. Okay. Ja. Wo ist der Punkt von hier aus? Hier. Da ist doch Wasser da unten. Nee, sieht von weitem aus wie Wasser. Jetzt bin ich einmal rumgelaufen. Aber da kann doch nicht oben sein. Ist oben? Dort unten. Da. Also in der Nähe. Och, was mir auch fehlt. Ja. Jetzt fällt es mir ein, weil ich sehe da. Ach. Missklick. Mir fehlt bei einigen Intimität. Nimm mal die ganzen Geschenke hier raus. Ach, im Verlauf des Spiels manchmal denke ich, warum sammle ich den Scheiß überhaupt? Und dann wieder denke ich, wenn sowas ist, dann denke ich wieder, ah, Gott sei Dank habe ich es gesammelt. Was ganz wichtig ist, wenn ihr das macht, immer die Geschenke rausholen gleich. Da gibt es ab 90 Intimität. Also nicht gleich zum nächsten, immer die Geschenke abholen. Weil ihr könnt nicht mehr als zwei gleichzeitig. Ihr könnt zwar Intimität steigern, aber ihr bekommt die Belohnungen nicht mehr.
dann kann man es ja noch auf 100 machen. Oh, da war's ja. War's der? Ach, das sehen wir gleich. Nee, das war nicht. Was ist denn das für eine? Das ist Milton. Okay, Handlungsjournal, das habe ich noch gar nicht fertig. Da bin ich bei den Elefanten. Oder wo? Nee, Mannschaum bin ich. Da ist nix. Kappe. Ich bin die ganze Zeit behaart, hm? Bin ich einmal rum, hier ist nix. Und in die Mitte kommt man nicht, gell? Ey, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ah, da ist es doch. Hier bei dem da bin ich. Milton's Journal. Bei dem hier bin ich. Das war Händlerin und das Ökonomie, das war noch Ökologie. Steppe. Auch Mannschaum. Ferrika. Manchmal vergesse ich
es ja gleich nochmal weitermachen lassen. Nächste. Manchmal vergesse ich das. Ich hol's immer nur ab und vergesse das wieder nochmal. Neu beginnen. Sonst ist hier nichts mehr. Stopp. Hat mal zähmt eigentlich jemand noch die Pferde? Hat mal geschaut, ist was sind die? 5? Ja? Level 5 Maximum. Oder gibt es da schon 6? 6 so. Ich mach das gar nicht mehr und Dreamhorse, das brauche ich nicht unbedingt. Ich habe Level 8 Pferd zum Reiten und für Handel habe ich auch 3 Level 8, das reicht mir. Thank you.
Ach Mensch, ich klicke mal hier drauf. Alles egal, es gibt beides eins. Ich glaube, das ist ja Wunschliste und wenn man was anderes, okay, dann ist es nur halbe. Marielle? Also es kommen noch neue Gebiete dazu und NPCs. Ruhig die Geschenke behalten. Man muss ja nicht alle. Die hat er mal ja, gell? Mhm. Die haben wir. Und sonst ist hier keine. Ne, warte mal, das ist unter Lock, gell? Hier ist das drin. Oh ja. Jetzt ganz bis runter scrollen. Jetzt sehe ich gerade, das sind ja nur 90 hier. Was ist das? Zentralcamp. Wo ist das? Ruinen. Thank you.
Ja, Geschenke sind ja auch gut, wenn man seine Arbeiter damit beschenkt, dann leveln die dadurch ganz schnell auf 50. Ist ja das Maximum. Aber bei mir sind ja alle 50. Deshalb machte mir das Sammeln erst gar keinen Sinn. Aber doch, das tut's. Also Intimität kann man auch durch Gespräche erhöhen. Nur ist da der Nachteil, wenn man sich mit ihr unterhält, dann verschlechtert sich bei jemand anderen die Intimität. Also wie hier jetzt zum Beispiel, bei denen verbessert sich's, bei denen verschlechtert sich's. Also es wäre jetzt Santo. Und da ist es dann auch wieder Igor. Wenn man sich unterhalten würde. Also hier habe ich jetzt alle. Ich glaube, da ist noch der Omi Bellen, gell? Heißt der nicht Omi Bellen? Obi Bellen. Also die noch drei. Und dann war Ruinen. Die könnte ich auch 100 machen. Ach, da sind noch einige. Altinova Gateway. Da auch. Mathieu. Der macht dasselbe gerade, hä? Weil der so duckt. Komische Zungen hat. Ja, der macht dasselbe, wie es aussieht. Obi Bellen.
3 waren das hier. Dann war's das. Halt, stopp, stopp. Nicht zum Altern. Wo ist meine Maus jetzt abgeblieben? Wo ist meine Maus? Ich sehe die nicht mehr. Die Update bleibt stehen. Oh, okay. Sekunde. Sekunde, gleich wieder nach. Ich glaube, die Batterie ist leer. Kurz aufladen. So, wieder da. Vorhin noch gedacht, weil die Maus so zickend gemacht hat, da dachte ich, Batterien austauschen. Ich habe ja immer aufladbare drin. Und doch wieder vergessen. Okay, Intimität habe ich jetzt alle, gell? Außer halt die so 90. Ja, alle. Apropos. Wegen Chaos. Meine Güte, ey, wegen Chaos-Juwel. Ich habe das nochmal richtig geguckt. Da kann man ja herstellen. Weil ich habe jetzt die ganze Woche keine einzige gedroppt gekriegt. Keine einzige. Also mit Chaos-Kern kann man herstellen 100 Stück. Ich habe da dran, aber irgendwie, entweder kam es dazu, wo ich das nicht, oder ich habe es vergessen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich habe Chaos-Schmuck, habe ich jetzt komplett, das habe ich noch gemacht. Habe ich komplett. Und erweckt habe ich dann auch gleich. Okay, das war's. Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut. Passt euch auf. Bis nächste Woche. Oder Samstag. Schauen wir mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.